So, liebe Leute, Zeit, dass wir langsam Schrockle Bay hinter uns lassen. Wir machen hier mal an der Stelle weiter. Ich stelle mal eben auf schnell. Unsere Krankenhausattraktivität ist noch nicht allzu hoch, aber... da habe ich aufgehört, alles klar. Wir machen mal eben den Goldstern. Den hängen wir mal überall dran, so ein bisschen hier. Wir machen mal so ein bisschen das Krankenhaus mit hübsch, in Anführungszeichen. So, also in Anführungszeichen, wir können damit nicht alles toll machen, aber einen Großteil können wir damit schon so ein bisschen verschönern. Und vor allen Dingen können wir auch mal gucken, Uhr, so ein paar Sachen mit dranhängen. Wo man einfach mal sagt, so hey, das passt schon. Da, da, Beförderung. Das machen wir doch mal eben schnell. Fix, pack, so, befördern, Notfall, Chirurgie. Floppy-Scheiben, eine im Krankenhaus. Schaffe ich das so schnell? Ich weiß es nicht, wir versuchen es. So, der ist mit 6 voll. Floppy-Scheiben, ein Rückenlein, das bei Betroffenen zu drastisch verringerten Aufnahmekapazität führt. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hierhin schicken. Chirurgie. Chirurgie. Wie ich so schön sage. Haben wir den Chirurg? Ja, hier. Oh, hier. Raquel. Raquel läuft schon. Jetzt haben wir da 6 natürlich sitzen. Pfleger ist auch da. Na dann. Rauf mit dir. Oder rauf mit euch. Wir brauchen einen Hausmeister. Und einen Feuerlöscher. Das ist nicht gut. Objekte. Feuerlöscher. Okay, der brennt. Alles klar. Wir brauchen mal noch einen Hausmeister. Einfach damit wir noch ein paar haben. Hier, so. Ne, das machen wir jetzt mal alle zu. So, hier sind 7, da sind 7, da sind 6. Also wir sehen, hier ist ordentlich voll die ganze Hütte. Wäre es eigentlich klug, nochmal was anzubauen. Aber ich will erstmal ganz kurz abwarten, wie sich das hier ergibt. Weil wir haben ja auch durchaus hier... Weiterbildung notwendig, das können wir jetzt gerade nicht. Die müssen sich hier einmal der Behandlung unterziehen. Gucken wir mal, wie viel wir da hinkriegen. So. Gucken wir mal, was wir bei den Awards jetzt rausbekommen haben. Ich denke mal nicht so viel. Krankenhaus mit bester Forschung und Arbeitgeber des Jahres, weil die Leute so zufrieden sind. Das ist doch schon mal schön. Ich wollte mal eben gucken nach Yuka. Oh, da ist einer verreckt. Ist ja nicht so schön. Kann ich das hier irgendwo hinstellen? Da... Da. 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 Nee, da nicht. Okay, da. Da. Jetzt nach Hause schicken. So, einer ist Dingens, einer ist fehlgeschlagen. Den schicken wir mal nach Hause. Der stirbt uns sonst im Krankenhaus, wäre ja auch kacke. 9, 10 und 9. Das ist hart. Für 60.000. 45.000. 50.000. 45.000. Kaufen wir etwas. Von den Röntgenstrahlen warten sie auch wie die Trottel.
Personalausforderung. Reiche mir den Zimmer die Stufe 4. Nee. Jetzt gerade mal einfach nicht. So, der hat nicht funktioniert. Das ist nicht so schlimm. Wenn wir da hinten ausgebaut haben, kommt da nochmal hier eine Arztpraxis rein. Klick, klick. So, einstellen, Ärzte. So. Eruption heißt der, glaube ich, aber ich will darüber nicht nachdenken. So, machen wir hier noch einen Getränkeautomaten, einen Snackautomaten. Auf die andere Seite machen wir dann einen Abfalleimer hier mal ebenso hin. Eine Klimaanlage wäre vielleicht noch ganz interessant. Oh, wieder was verreckt. Blöde. Zeitschriftenständer vielleicht noch. Broschürenständer. Surgery calling doctor. Beförderung. Fördern. So, per Sondermeldung, du hast 3 von 6 Patienten geheilt. Hat uns geholfen. Es gibt auch immer gut Kohle hier, ne? Also muss man auch mal einfach so sagen. So, Objekte. It is a very simple formula you can apply to discover which form is the correct one, but I fear even that would be too complex for you poor souls. Was ist mit ihm da los? So, mit Kubismus haben wir aber auch noch einige noch nicht geheilt. Förderung führen wir durch. So, wenn so viele Leute warten, sind dann auch so viele krank. Das ist das großartige Problem hier. Abrundungseinheit. Klack, geheilt. Läuft doch hier mit dir. Oh, irgendwann ist es dafür einer draufgegangen. Hier in der Surgery gehen die dauernd drauf. Das ist nicht gut. Wer ist denn hier jetzt gerade dran? Er ist doch ein guter Krankenpfleger. Aber nur eine mittelmäßige Chirurgin. Noch einer. Jetzt geht's sterben los. Jetzt ist es soweit. Surgery. Calling nurse. Was ist mit dir hier? Gesundheit kritisch. Angst vor Geistern. Termin Chirurgie steht in der Schlange. Machen wir mal auf 1. Hey, warten halt echt extrem viele sehr lange, ne? Also Zimmer. Wir können das hier auch, das Spiel immer noch weitermachen. Wir können das hier immer weiter treiben. Und sagen, wir bauen hier noch eine Bank und da noch. Stellen noch mal einen Arzt ein, einen guten. Aber hier ist schon wieder einer fast tot. Dann auf Wiedersehen. Epidemiewarnung. Oh. Fitnessfieber. Das ist das, was wir schon mal hatten. Schocktherapie, der Patient kann nach Hause, nicht jetzt. So. Befördert wird natürlich.
to reception. Es sind so viele infiziert. Vor allem, wenn es die eigenen Leute trifft. Patient is leaving the hospital. Point radio. I overheard two adolescents mocking a poster advertising this very radio station and yours truly. And can you believe minus 12 Anruf. Manchmal ist das gar nicht so schlecht, einen schlechten Ruf zu haben. Radio is, you sultana-brained miscreants. It is a delivery system for class and integrity. It is the home of the most nobles profession. It is the fastest growing medium among people with three figure IQs. Temperatur? Nein. Reduziert Abfall. Spielauto. Eine kleine Klimaanlage könnten wir auf jeden Fall nochmal holen. Aber irgendwas so erhöht die Krankenhausattraktivität. So irgendwas unglaublich krasses. Ja, so ein Zimmerbrunnen. Können wir einfach mal da hinsetzen. Oder hierhin. Oder hierhin. Oder dahin. Oder hier vorne. Oder hier hinten. Also den können wir nochmal aufheben und woanders hinsetzen, weil wir da wahrscheinlich weiter Räume bauen müssen. Janitor called to repair recovery unit. Dann geh doch nach Hause. Alle mal nach Hause schicken, die hier so ein bisschen ungesund aussehen. Weil Geld machen wir auf jeden Fall. Wir müssen nur noch mehr Leute mit Kubismus heilen. Oh, das ist immer so schwierig, wenn ihr dann die ersten... Doctor to research, please. Oh, guck mal, hier ist eine Klimaanlage gar nicht gebaut worden. Maintenance announcement. Bins will become full. Vor allem, warum ist so ein Rückenstrahlgerät zweimal da? Wir können das einmal kopieren und hier hinten nochmal hinsetzen. Doctor needed to run X-ray machine. Dann haben wir hier nochmal einen Arzt benötigt. Dann machen wir nochmal einstellen, nochmal einen Arzt. Schlagenheit. Zu diesem Tun zählen Erschöpfung, Schmerzen und Phasen, alles verzehrende Agonie. Die Ursache ist unbekannt. In 99% der dokumentierten Fällen trat die Zerschlagenheit kurz nach einem Sturz von einer Klippe auf. Okay. Nein. Patient nach Hause schicken. Nicht jetzt. Wieder einer verreckt. Du bist nach Hause.
some disturbing news regarding an outbreak of disease in Two Point County. So, Zerschlagenheit wurde geheilt. Hier sind neun drin. DNA-Labor, Patient nach Hause schicken. Haben wir jetzt alle hier gerade gar nicht. Aber wir verdienen Geld. Das ist gut. Nochmal einen weiteren Hausmeister engagieren, der ein bisschen freundlicher ist. Wie Krankenhaus hat Schulden. Ach so, ja, warten wir mal ganz kurz ab. Das hat sich jetzt gerade ergeben, das ist korrekt. Jetzt machen wir mal eben hier keinen Stress. Nicht großartig. Kubismus, haben wir da noch ein paar irgendwie? So, wo ist denn der Kubismus-Sache nochmal? Uiuiui, wieder so minimal auf 12.000, aber die Einnahmen waren diesmal größer als die Ausgaben. Holen wir uns also wieder rein. Außer wir müssen jetzt natürlich hier viel befördern. Das hilft uns in erster Linie erstmal gar nicht weiter. So. Hier hin. So, ein paar nach Hause schicken. Der Ruf muss sich tatsächlich verschlechtern. Damit wir nicht mehr so viele Patienten haben. Das ist der unglaubliche Unsinn hierbei. So, jetzt machen wir Hartverlust. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz das Personal an. Was gerade nicht arbeitet. Du. Feuer. Hier du. Die schlechteren Arbeitskräfte feuern wir mal zuerst. So, der Rest muss was tun. Ist so. Du gehst nach Hause. Du gehst nach Hause. Du gehst nach Hause. Du gehst nach Hause. Alle raus, die hier nichts zu suchen haben. Ist so. Hier bei der Chirurgie. Wir machen echt viel Minus gerade. Müssen mal gucken, ob wir irgendwas erstmal schließen. Aufsteigender Stern. Arbeitgeber des Jahres. Wow, aber gut was abgesahnt gerade. Es kostet uns denn super viel. Wir heilen zu wenig Leute. Das wird ein Problem sein. Ei. Sieht aus, als wenn wir hier fast mal nicht vorankommen. Und vor allen Dingen haben wir viel zu wenig Leute mit Kubismus. Weiß man, was du hast? Gehst du nach Hause? Hier, der hat uns ja auch was gebracht, ne? Der ist ja gesund geworden. Floppy-Scheiben, gerade das hier bringt uns extrem viel. Einmal, wenn die da behandelt werden, müssen wir mal gleich gucken, was die nächste Abrechnung sagt. Dann kann ich euch mehr sagen.
announcement. Automated snack machines need restocking manually. Ja, auch wieder 6000. Also wir haben jetzt schon ein bisschen was am Plus gemacht. Jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn wir hier weiterkommen. Ja, doch, 99.000 diesmal. Wenn wir da was geheilt haben, dann klingeln die Kassen schon ordentlich. Gucken wir mal. Aber wir schaffen es auch diesmal nicht mit dem Kubismus. Da gibt es einfach zu wenig Fälle, hier voranzukommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Euer Crunch gesagt, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.